Lieber Bruder, was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter die Fülle. Dieses Wort aus Dichtung und Wahrheit, das ich dich oft zitieren hörte, wird dir als Vorspruch zu deinem 70. zusagen. Nicht alles freilich, was wir in der Jugend begehrten, behagt uns in der Erfüllung. Wir überflügeln unsere Wunschträume. So entsinne ich mich eines frühen Gespräches, das wir im Anschluss an die erste Lektüre von Coopers Lederstrumpf geführt haben. Wir waren uns darüber einig, dass es kein besseres Alter gäbe als das eines erprobten Waldläufers, der am Lagerfeuer von seinen Abenteuern zu berichten wüsste, im Schmuck seiner Tätowierungen, Narben und Streifschüsse. Nun, weder an Abenteuern noch an Narben hat es uns inzwischen gefehlt und es blieb nicht einmal bei den Streifschüssen. Im Rückblick stehen solche Dinge in einem anderen Licht. Ich sage das ohne Ironie oder doch nur mit so viel, wie es unter Brüdern gestattet ist, die Sokrates nicht nur als Mentor verehren, sondern auch als Hopliten im Vortreffen, Vorbild im Denken und in der Tat. Man soll nicht nur seine Narben, sondern auch seine Irrtümer ernst nehmen. Dazu bedarf es des Höheren und vielleicht sogar des hohen Alters, indem man das Leben als Ganzes überblickt. Da nimmt man den Schicksalsspruch an, und zwar ohne Einschränkung. So musst du sein. Dir kannst du nicht entfliehen. In allen Träumen liegt mehr und anderes verborgen, als der Träumer ahnt. Der Knabe, der damals Trapper oder Seemann werden wollte und der heute vielleicht zum Mars oder zur Venus zu fliegen gedenkt, ihm wird zuteil, was er im Kern begehrte und vielleicht mehr noch als das. Nicht, was die Zeit in wechselnder Mode ihm an Bildern und Taten vorstellt, bewegt ihn im Grunde, sondern es ist der Wunsch, sich zu erproben, der die Wunschbilder schafft. Und die Erprobung wird ihm gegeben, vielleicht sogar die Bewährung dazu. Wir sind wohl alt genug geworden, dass wir sie nicht mit dem Erfolg gleichsetzen. Da ich mit der Erfüllung begann, will ich noch einen anderen Wunsch erwähnen, der uns gemeinsam war. Er war auf die Inseln gerichtet, auf unbekannte oder sagenhafte Archipele mit ihren Korallen, Robinson und Schatzinseln. Eines Tages würden sie auf der Fahrt mit ihren Wundern aus dem Unbestimmten auftauchen. Eine Zeit lang war es Island, das unsere Fantasie lebhaft beschäftigte. Auch dieser Sehnsucht war eine Lektüre vorausgegangen. Nicht die der Sagas, deren Entdeckung uns erst in viel späterer Zeit beglücken sollte, sondern die eines utopischen Romanes von Jules Verne. Er hieß »Die Reise zum Mittelpunkt der Erde« und begann mit der Auffindung eines Berichtes von Snorri Sturluson, der in die Tiefe des Hekla hinabgestiegen war und dort die Wunder einer von Drachen und Sauriern belebten Vorwelt geschaut hatte. Du wirst dich entsinnen, dass, wenn wir in Besitz eines solch spannenden Textes gekommen waren, wir unsere Ungeduld so wenig zügeln konnten, dass wir ihn nicht nacheinander, sondern zugleich lasen. Dabei hatten wir einen Rhythmus entwickelt, in dem das Umblättern der Seiten so gleichmäßig wie der Zeiger einer Uhr vorrückte
oder sich folgte wie der Anschlag von Wellen am Strand. Auch der Islandwunsch ist uns endlich erfüllt worden. Noch sind kaum 2 Wochen vergangen, seitdem wir von der Insel zurückkehrten, die wir mit Freunden bereist haben. Dort spürt man, dass von der alten Gäa noch manches zu erwarten ist. Wir sind am Hekla entlang gefahren und haben Sturlusons Hofstätte besucht, eine nördlichste Denkhütte. Jules Verne, der seinen Phileas Fogg die Reise um die Erde in 80 Tagen meistern ließ, würde erstaunt sein, wenn er vernähme, dass wir in London frühstückten und in Stuttgart zu Mittag aßen und dass die Überwindung dieser Strecke kaum mehr als 1 Stunde dauerte. Uns selbst sollte es erstaunen, wurden wir doch in einer Zeit geboren, in der Gelehrte nachwiesen, dass es dem Menschen wohl zu schweben möglich sei, nicht aber sich fliegend zu erheben, wie es schon Leonardo versucht hatte. Ich erwähne das, weil die Auseinandersetzung mit der Technik einen wichtigen Teil unserer Arbeit und auch unserer Gespräche gebildet hat. Sie kreisten um die beiden Pole der Perfektion der Technik und der Gestalt des Arbeiters. Als Weltmacht hat die Technik nicht nur ihre Vorder-, sondern auch ihre Hintergründe, nicht nur ihre sich gegen das Firmament erhebende Höhe, sondern auch ihre Tiefe, die diese Erhebung garantiert, nicht nur ihre im Lichte wechselnde Erscheinung, sondern auch ihre dem Blick verborgene Gestalt. Merkwürdig scheint mir, dass sich uns das Thema eher aufgedrängt hat, als dass wir es gesucht hätten. Auch stellen die Schlüsse, die hier gezogen wurden, eher eine Planierung, eine Vorarbeit dar. Man muss durchdenken, was man erlitten hat, aber man kann nicht verweilen dabei. Wie lange sollte es nach dem Ersten Weltkrieg dauern, bis wir erkannten, dass dort nicht zwischen Völkern und Ideen gerungen wurde, sondern dass etwas anderes eintrat, das die Fronten übergriff und verwischte und dessen Bedrohung allen gemeinsam war. Daher wurde auch nicht dieser oder jener Krieg verloren, sondern der Krieg schlechthin, der Krieg des Kriegers. Das ist ein Kapitel der Vernichtung der ständischen Welt. Hier endet mehr als ein historischer Abschnitt. Es endet die Eisenzeit. Wenn ein alter Spruch zutrifft, Gott hat 3 Stände geschaffen, Ritter, Bauern und Pfaffen, so leuchtet ein, dass eben diese durch Nietzsches Verdikt am schwersten getroffen sind. Wenn der Alte geht, dann folgen ihm die Seinen und mit dem Vater geht auch der Sohn dahin. Ein Drittes muss eintreten. Das Los ist gefallen. Wir nehmen an den Rückzugsgefechten teil. In unseren Gesprächen über die neuen Prometiden ist mir oft eine Differenz in der Verteilung von Licht und Schatten aufgefallen. Sie hat mich beglückt als eine stereoskopische Vertiefung und Aufklüftung der Realität. Ich denke hier auch an Verse, die dir von mehr als einer Seite verübelt wurden, wie die der Ultima Ratio. Wie der Titanenwitz hinweg nun siedet, wie alles rostig wird, was er geschmiedet. Sie hofften töricht toll, dass es gelänge. Nun brechen überall Blech und Gestänge. Die Unform liegt umher in rohen Haufen. Geduld, auch dieser Rest wird sich verlaufen. Sie schaffen stets ja mit, was sie vernichtet, und fallen mit der Last, die sie errichtet.
Licht fällt auf unsere Wände von beiden Seiten. Das ist kein Wunder, denn diese Wende ist nicht nur Welt, sie ist auch erdgeschichtlicher, ja kosmischer Natur. Wunderlich scheint mir eher, dass man in ihr bestehen kann, ohne wie der Salamander im Feuer beständig zu sein. Das Alte ist nicht mehr gültig und das Neue fand noch nicht sein Gesetz. Ein Interregnum, ein Urlaub, auch von den Göttern, in dem viel verloren geht, doch mehr noch sich vordeutet. Ein Wunder ist es ferner nicht, wenn man auf solchen Grenzwegen in Konflikt gerät. Sie sind oft Holzwege. Und wie wir von Martin Heidegger wissen, ist Holz ein altes Wort für Wald. Und die Wege dort sind sich ähnlich, doch gleichen sie sich nicht. Wenn der Waldgänger also von oben und unten, von rechts und links, von Ost und West, aus den Wurzeln und von den Kronen, von Eulen und Zaunkönigen zu hören bekommt, dass er fehlgeht, so mag er das als Bestätigung nehmen, dass er im Unvermessenen ist. Dort muss er dem eigenen vertrauen. Mit den Jahren schwindet die Neigung, sich an der Polemik zu beteiligen. In der Jugend, wenn der Wille noch stark ist, mag das für und wider passionieren. Dann schwinden die Lust und die Zeit dazu. Endlich kommt noch ein drittes. Man sieht, inwiefern die anderen Recht haben. Solange man Schach spielt, ist man auf Züge angewiesen, die auf den Gegner gerichtet sind. Das ändert sich, wenn man nicht mehr über die Partie, sondern über das Spiel selbst sich Gedanken zu machen beginnt. Dann erscheint auch der Zug des Gegners in einem anderen, notwendigen Licht. Nun richtet sich das Wort vom Mann auf die Sache und von der argumentierenden Wendung auf die Sprache selbst. Das gilt freilich nicht für die Welt des Handelns, der Geschäfte, der Politik, wo der scharfe, durchdachte und oft auch schneidende Zug nicht zu entbehren ist. Wo aber das Denken und die Sprache selbst Objekte werden, also in der geistigen und musischen Welt, gibt es keine Parteinahme. Wohin kann sie im besten Falle führen? Nur dahin, dass, wie es im Prolog zum Faust heißt, der Beifall selbst dem Herzen bange macht. Es ist ein gutes Zeichen, wenn selbst die Lust am Wettkampf für Augenblicke bezwungen werden kann. Julien Gracq, den ich als Freund und Autor schätze, sagte mir noch vor kurzem, wenn bei uns einer ins Pantheon kommt, dann gehen alle hinterher. Ich antwortete, dafür habt ihr auch eine Akademie und wir, deren mehr als nötig sind. Eine Bemerkung, mit der ich unserem lieben Clemens, der heute aus München zu uns gekommen ist, nicht zu nahe treten will. Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter die Fülle. Dazu gehört, ich will die Tautologie nicht scheuen, in erster Linie das Alter selbst. Dem jungen Menschen erscheint es schwierig, alt zu werden. Ja, fast unmöglich oft. Ich entsinne mich, dass ich mit 23 Jahren darüber nachsann und dachte, wenn jetzt ein Dämon erschiene und mir ein Alter von 30 Jahren garantierte, ich würde einschlagen. Das war im ersten Kriege, aber es war nicht Todesangst, die mich bedrückte, sondern einfach die Zeit, die sich mit ihrer unwiderstehlichen Macht auftürmte. Inzwischen haben wir beide Jahr um Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt überwunden, wie Klippen, über die uns die Lebenswoge trug. So ist zu hoffen, dass sie auch über die letzte hinwegtragen wird, über das große Schwere, wie Norbert von Hellingrad sagte, als er fiel. Das hat noch jeder geschafft. Nun, damit mach es noch Weile haben
Zunächst wünsche ich dir weiterhin erfüllte Zeit. Sei es mit den Deinen am See, an dessen Ufern wir im Weinberghaus glückliche Jahre verbrachten, sei es jetzt bald in der römischen Villa, in der ich dir, wie schon des Öfteren im Leben, Quartier machte. Es ist das erste Mal, dass ich dir nicht im engsten, vertrauten Kreise, sondern coram publico Glück wünsche. Ich will es als Zeichen nehmen, dass die Zahl der Freunde gewachsen ist. Auch konnte ich nur ein wenig Schaum abschöpfen. Das erinnert mich an eines deiner früheren Gedichte, das ich liebe und mit dem ich schließen will. Das leicht entworfene, es kostet nichts, nur 40 Jahre Lebens, Mühe und Wacht. Heut schöpfe ich nur den Schaum ab des Gedichts, den Geist und Duft, der alles lieblich macht. Wer hat die Saiten mir so rein gestimmt? Der Meister war es, der so gut mich kennt. Wohllaut ist alles, was mein Ohr vernimmt. Und eins sind Melodie und Instrument.